Leute. Lebt er noch? Ja. Okay, wisst ihr was? Mir ist es scheißegal. So, das war's mit denen. Gehen wir weiter. Ich habe irgendwie noch nicht so ganz verstanden, was genau diese Waffe da macht. Das. Oh, okay. Hallo. Schön. Das ist eine Waffe. So ein Ding wünsche ich mir zu Weihnachten. Die böse ist, sagen wir mal so. Ich sag mal so, in der Küche ist bestimmt ein toller Küchenhelfer. Schatz, hast du Hunger auf Braten? Ich hab den ganzen Schwein vorbereitet. So, nur du hast danach kein Fleisch mehr dran. Wird oder schwarz gekohlt. Also, das passiert, wenn die Waffe benutzt wird. Aus. Da ist nichts mehr über. Was ist hier? Munition und eine Panzerung, die ich gerade gut gebrauchen kann. Mhm. Und noch ein paar Bomben, die wir. Granaten, die wir nicht brauchen. Ja, okay. So, wir haben gerade, glaube ich, alle Granaten voll. Backett, ich glaube, ich habe was gefunden. Halfords Daten zeigen einen Versorgungstunnel der Armekem von der Klinik bis nach Still Island. Die U-Bahn-Linie schneidet diesen Tunnel nahe King Street. Dieser Tunnel ist unsere Chance. Suchen Sie den Versorgungstunnel der Armekem nach dem Mister. Wie schnell soll man bitte lesen können, um das... Oh, da kommt was Großes. Machen die Zuggeräusche mehr an. What? Ich hab nicht mal gemerkt, dass da ein Zug kommt. Ich wollte nur warten, bis die Zuggeräusche weg sind. Ich glaube, das war gerade Glück. Ja. Wie viele, weißt du, wie viele Nadeln du da in deinem Becken hast? Da steht auf Piercings. Da oben war einer. Ich hab ihn gesehen. Ja, sag ich doch. Was? Komm. Achso, da ist, der ist schon tot. Ups, Entschuldigung. Da ist aber noch einer, der lebt. Ich würde sagen, ich verballere die Waffe jetzt einfach, damit ich endlich mal eine neue aufheben kann. Ist irgendwas drin? Wo drin? Hier in der Bahn, ne? Ja. In der Bahn ist nichts drin, aber ich frage mich gerade, ob ich hier hochkomme, weil ich verneine das Ganze. Wieso hat der zwei Personen dabei? Das ist doch irgendwie Schwachsinn. Obwohl ich finde echt, dass der Laser was hat. Vielleicht kannst du damit ja sowas wie Schlösser aufschweißen. Hä, hey, ich kann die Schlösser doch auch so aufknacken. Ja, ja, aber manche Schlösser wie vorhin das eine dicke. Da kommt ich ja auf einen anderen Weg. Das ist ja. Soll ich. Ich soll da, glaube ich, hoch. Ja, ich soll da hoch, aber wie? Vielleicht von da oben und auf den Zug? Guck mal, da geht eine Treppe hoch. Was? Wo da geht eine Treppe hoch. Oh. Ach, da! Hin. Ups, Entschuldigung. Danke, Schatz. Ich war gerade. Ich hätte jetzt noch da 2 Minuten gebraucht, bis ich die gefunden hätte, aber. Dank meiner Freundin. Erspare ich euch 2 Minuten eures Lebens. Ja, Moment. Och komm, lass mich doch in Ruhe. Oh. Ist da was? Die schreien ja förmlich. Obwohl, danach. Na, die ist so besonders, die Waffe. Ich finde, die ist irgendwie cool. Ich habe doch schon längst auf Stopp gemacht. Jetzt kannst du mal sonst, mal umschauen. Achso, Taschenlampe mal an. Ja. Problembehandlung für die Shark Laser. Der Strahl ist matt und schneidet nicht durch weiche Ziele. Wirklich Ursache geringer Batterienstrom, Lösung, Batterien aufladen oder ersetzen. Der Strahl ist geschmolzen oder zerstreut. Mögliche Ursachen, der Ermittlung, bla bla bla. Überhitzungsanzeige blinkt. Mögliche Ursachen, der Kühlsystem versagt. Lösung, schalten das Gerät sofort ab. Mhm. Voll cool. Für so eine Waffe gibt's noch ein Handbuch. Ja, naja. Die Tür schließen wir natürlich. Wir sind ja. Wollen hier keinen. Am liebsten würde ich hier irgendwelche. Was habe ich denn jetzt getan? Nein, nein, nein. Bloß nicht. Am liebsten würde ich hier noch irgendwelche Lichter ausmachen und dann von wegen hier Strom sparen. Aber warum haben die alle automatische Rückgewehre? Das ist doch scheiße. Auf gut Deutsch gesagt. Kommt wieder was. Das war so klar.
Interessant, weil wisst ihr, wie schnell die in Slow-Mo auf einmal das Ganze hier vonstatten geht? Das ist irgendwie total übernatürlich. Sprunggewehr voll. Schön. Dann habe ich das endlich das geschafft, was ich mal wieder schaffen wollte. Zombie-Part? Wir fliegen. Und einmal. Da. Nee. Wenn jetzt etwas hinter mir ist und ich mich umdrehe und schreie, dann... Ach gut, okay. Lieutenant Stokes sandte sie Sergeant Keegan und hinterher, der mitten in einem Feuergefecht davonging und verschwand. Er glaubte anscheinend Erfolge einer Frau. L.T. Stokes hat sie angewiesen, einen... Sergeant. Vor Stokes hat sie angewiesen, einen Frachttunnel der Armorchen zu suchen, der nach Still Island führen soll. Dort sollen sie Lieutenant Stokes und Sergeant Morales treffen. Ja, das haben wir doch gerade gemacht, oder nicht? Ja. Du hast kalte Füße. Schicksal. Du hast Schmutz am Fuß. Das ist auch Schicksal. weiter geht's. Da hier sind wir doch gerade schon hochgegangen. Oh, endlich wieder in der Luft. Das finde ich gar nicht mal gut. Sorry, ich war gerade irgendwie etwas fasziniert davon, dass ich einfach neben ihm stehen kann. Ups. Also ich war gerade fasziniert, Entschuldigung. Das hier ist eine Steuerungseinheit für so ein großes Ding. Kann ich wieder eins steuern? Da stand gerade irgendwas. Oh, stirb doch einfach. Okay. Was ist los? Mir fällt gerade was auf und das heißt, ich werde jetzt mal eben hier einfach durchrennen. In der Hoffnung, dass jetzt mal Gegner kommen, damit die Waffe hier endlich verschwindet. Da oben. Weil... Ich glaube, da kommt wieder was Großes. Was ist denn jetzt kaputt? Ah, jetzt kommt nämlich das, was ich gefürchtet hatte. Lauf. Sehr schön. Deswegen wollte ich die Waffe auch loshaben. Weil wir hier nämlich was Nettes liegen haben. Wir brauchen. Oh, wir haben nicht überall irgendwelche Sniper rumhängen. Das ist zum Beispiel und direkt. Ich weiß. Ja. Ich war doch auch du einer. Hast, keine Rüstung. Scheiße. Ja, ich weiß. Na ja, ruhig meine Rüstung hinlegen können. So, jetzt muss ich aufpassen. Weil mich hat gerade mehrere Male eine Sniper getroffen. Habt ihr ja eventuell gemerkt. Das war, wo mein Leben so schnell runterging. Da ist eine Rüstung. Und ein Sniper. Ich sehe die gerade gar nicht. Wen siehst du? Oh, falsche Waffe. Wen siehst du nicht? Sniper. Die Sniper habe ich ja gerade umgebracht, da hinten. Da war eine Sniper. Die habe ich ja gerade eben umgebracht. Ja, ja, das habe ich mitbekommen. Die hat mich eben zweimal getroffen. Ah. Miststück, Ding. Oh, scheiße, da wieder. Da oben. Puh. Leck. Moment. Ich bin mal bei Lex ein bisschen vorsichtig, deswegen Neuaufnahme. Was haben wir denn hier? Wieder... Laser! Wieso haben wir einen neuen Laser? Ja, den bestimmt gleich noch brauchen wirst. Aber jetzt erstmal zuerst drin, weil die Snipen sind. Ja, die Frage ist jetzt habe ich hier wieder einen Laser.
Das muss ich gucken. Also das ist klar, das ist meine Ultra-Geheimwaffe, die bleibt natürlich. Meine Nagelpistole würde ich eigentlich. Meine Nagelpistole, naja, würde ich eigentlich behalten. Ja, eigentlich würde ich Sniper auch behalten. Der Laser kann mir jetzt gestohlen bleiben, oder? Ja, ich weiß nicht, vielleicht. Der Laser kann mir gerade gestohlen bleiben, habe ich gerade entschieden. Okay. So, als Methode. Obwohl, wir scheinen wieder in ein Gebäude reinzugehen. Da liegt so eine gelbe Spritze. Ah, Moment. Ich werde die Sniper doch nehmen. Und gegen zwar den Laser. Für die Sniper. Ich werde den Laser doch nehmen für die Sniper, weil wir gehen wieder in ein Gebäude rein. Das heißt, anscheinend hat sich das mit dem Sniper, das war wirklich nur für den kurzen Moment gedacht. Ist jetzt einfach gerade besser. Und der Laser, der kann mir. What? Ja. Jetzt helfen. Du hast keinen Laser? Ja, ich. Warte, das ist ein Mehrwert. Jetzt. Guck mal, besser zielen kann. Ich treffe deinen Kopf und ich. Schön. Arschloch. Da ist das Ding, was du meinst. Hm. Komm ich denn da hin? Hey, wie komme ich denn da? Ach, da. Das war die Waffe. Und dann holen wir uns den nächsten Streifen. Also ich nehme an, der wird doppelt gefüllt. Also halt, ja. Paar fehlen mir halt noch. Eventuell habe ich auch schon einen übersehen, weiß ich nicht. Wurde mir bis jetzt auch noch nicht beschrieben, ob ich irgendwie was übersehen hätte oder nicht. Was ist das jetzt hier? Also. Das ist auf deiner Seite der Wand. Hm. Ja, vielleicht. In den nächsten Raum rumgehst. Aber ansonsten bleibt halt ja, da liegen. Aber, ja. Kann ja nichts machen. Also ich kann das hier nicht wegschieben. Nick vernichten. Ich kann mal versuchen. Eine Granate. Nein. Ich hasse das. Ich kann mal versuchen, eine Granate hinzuwerfen, aber. War hier nicht sogar noch irgendwo Annäherungsminen? Irgendwo wo lagen noch welche rum hier? Weiß ich ganz genau. Jetzt ist das Ding weg. Mhm. Hier. Annäherungsminen voll. Ja, wunderbar. Also jetzt blinkt es auf jeden Fall nicht mehr, wie auch immer. Ist zerstört worden. Oh. Ja, super. Ist das ein Kino? Mhm. Ah, da ist der Filmstreifen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier gleich irgendwo einmal auf dem Platz sitzt oder so. Jetzt. Einmal. Ich sitze hier gleich irgendwo, ich werde das. Kiegen. Wow! Da ist er einmal. Sehr böse einmal. Spannend. Na toll. Okay, gucken wir, was uns hier erwartet. Ja, dann macht die immer Umwege, während ich mich hier irgendwie versuche voranzuschleichen. Oh, bitte jetzt nirgendwo. Okay, habe ich voll. Bitte nirgendwo. Stromkabel. Oben. Die Frage ist, kann ich den benutzen? Ja, Moment. Ich mach das Ding jetzt da kaputt. Oh, Kacke. Da. Oh, ich hab... Weißt du, ich hab ständig Angst, wenn ich so ein Ding sehe. So, meine lieben Leute, jetzt wird wieder spaßig. Okay, zu... Wie war nochmal die Steuerung? Irgendwo auf G war Granaten, glaube ich. Ja. Feuer! Da ist ein Granatenwerfer am Spaten. Okay. Also in der Maschine sind wir halb unbesiegbar. Okay, ich sollte nicht zu laut sein. Ja, ist ja gut. Der auch weg. Da ist die G, da sind die Geschosse. Ist da oben. Ja, ich weiß, aber ich will erst den hier haben.
Ja, aber mein FPS geht gerade in den Keller, Moment. Ja. So. Weiter ist noch einer. Wärmebildsicht. Das sagt ihr mir jetzt. Das ist Feuer. Oh. Hi. Moment, du bist erst hier nach. Das ist lieber mit Wärmebild. Ja, das kommt doch an. Ja, du siehst ja auch so die Gegner mit diesen kleinen orangenen. Da oben. Also viele. Ja, ich werde gerade vernichtet. Ob man es glaubt oder nicht, ich werde gerade vernichtet. Meine Energie geht. Lädt die sich von selbst wieder auf? Ja, tut sie. Gut, dann werde ich mich mal eben bis zurückziehen. Lasst mich. So, ich warte mal eben. Warte, glaube ich, da. Ja, oh, wie affig. So, wir haben wieder volle Energie. Kurze Neuaufnahme und dann gehen wir weiter. Hoppa. Nix. Ja. Und ein Raketenwerfer rein. Was? Was, wenn du so viele hast? Ich hab unendlich Raketen, aber. Nein, ich meine, wenn da so viele Typen sind, mal Raketen rein. Oh. Oder schießt. Ich glaube, ich muss mal beeilen. Ich weiß hinter mir. Verrecke. Wo kommen diese Laser her? Oh Gott. Soll den verlassen? Warum soll ich den Power Armor verlassen? Seid ihr doof? Meint er, ich soll den verlassen? Warum soll ich den verlassen? Fertig hast du. Wenn du den fertig. Ich glaube, der die sagt gerade was. Irgendwann gerade was zu mir gesagt. Irgendwer hat, ich glaube, die Leutnant hat gerade irgendwas zu mir gesagt, konnte ich aber überhaupt nicht hören. Überhaupt nicht. Okay. Gute Aufnahme. Ja. Und dann kümmern wir uns um den da. Was? Dass der nicht sterben will. Gut. Einmal. Ja, ich habe meine Taschen aber schon an. Hier, seht ihr. Das sind noch normale. Den muss ich nichts machen. Irgendwelche greifen mich an. Die Straße gefällt mir gar nicht. Ich renne da jetzt einfach durch. Sag, ich renne einfach durch. Kiegen. Der springt. Nein, das ist Alma. Das ist nix. Jetzt soll ich jetzt springen. Nein, ich will nicht springen. Ich muss hier runter. Was hat das zu bedeuten?